Hallo zusammen zu einer neuen Folge und heute der dritte Teil des 12-Punkte-Plans, den die Deutsche Umwelthilfe vorgestellt hat, um die deutsche Automobilindustrie noch zu retten. Und heute der letzte Punkt, was der Verbraucher tun kann. Und der Verbraucher hat genau einen Punkt als Aufgabe bekommen, der da heißt, um ein klares Signal in die Industrie zu senden und die Automobilkonzerne zu unterstützen, die effiziente Elektrofahrzeuge anbieten. Die DOH ruft Verbraucher zu einem Verbrennerfasten auf. Das heißt, keine neuen Fahrzeuge mit reinem Verbrennungsmotor mehr zu kaufen. Idealerweise Verzicht auf einen PKW und Nutzung von Bahn, Bus, Straßenbahn und Fahrrad. Falls dennoch ein PKW angeschafft werden soll, Beschränkung auf Fahrzeuge mit elektrischem Antrieb und niedrigem Stromverbrauch oder den Neukauf so lange herauszögern, bis ein geeignetes Fahrzeug mit alternativem Antrieb angeboten wird. Tja. Das ist gar nicht mal so abwegig. Also es ist zwar jetzt vielleicht für manche stößt es jetzt etwas vom Kopf. So nach dem Motto, ich lasse mir nicht sagen, mit welchem Antrieb, dass ich hier rumfahre, oder ich lasse mir nicht sagen, welches Auto, das ich kaufe. Auf der anderen Seite hört man aber halt natürlich auch immer wieder Leute, die da sagen, ich kaufe momentan kein Elektroauto, weil es zu teuer ist oder bla, oder finden halt irgendwelche fadenscheinigen Argumente, die heutzutage im Jahr 2019 eigentlich gar nicht mehr aktuell sind. Und da muss man sich einfach mal anschauen, was kostet das durchschnittliche Auto, das in Deutschland momentan gekauft wird. Und ich spreche jetzt hier nur von PKW, im PKW-Segment. Ich spreche nicht von, irgendwelchen LKWs oder Transportern, sondern es geht hier rein ums PKW-Segment, und da ist der durchschnittliche Kaufpreis eines Neufahrzeugs in Deutschland über 30.000, ich glaube 32.000 oder 33.000 Euro müssten sein, das war 2017 oder 2018. Und dann brauchen wir gar nicht mehr weiterreden. Wo ist der Haken? In dem Preissegment gibt es heute Elektrofahrzeuge. Sogar wesentlich niedrigere Preis. Also da gibt es preislich kein Argument mehr, wenn ich mir jetzt heute ein Neufahrzeug kaufen möchte. Gibt es nicht. Kein Argument. Na? Es gibt im Gebrauchtwarenspektrum natürlich momentan noch nicht so viele Fahrzeuge. Und man muss auch dazu sagen, ich habe es ja bei meinem Verkauf von meiner Zoe gesehen, also Elektrofahrzeuge sind sehr wertstabil. Und da ist halt momentan der Markt tatsächlich einigermaßen gesättigt. Das heißt also, da ist eine hohe Nachfrage an Elektrofahrzeugen gebraucht momentan. Und tatsächlich ist es meiner Meinung nach eine vernünftige Idee zu sagen, okay, kaufe ich heute ein Fahrzeug, und ich kaufe nur eins, wo mindestens elektrifiziert ist, das heißt also mindestens ein Plug-in-Hybrid sein muss, und ansonsten kaufe ich heute kein Neufahrzeug mehr, weil wenn ich ein Neufahrzeug habe, dann gebe ich eh mehr Geld aus, als wie einer, der jetzt gebraucht hat. Und da zählt das Argument meiner Meinung nach nicht, wo dann immer die Leute sagen, ja, und was ist da mit den unteren Einkommensschichten, die sich nicht einmal 5.000 Euro, es geht hier um Neuwagen, es geht rein darum, Neuwagen. Und der Neuwagen, wie gesagt, in Deutschland liegt bei 30.000, 32.000 Euro. Und das ist vertretbar. Das funktioniert. Tja. Da kann man heute elektrisch ein gutes Fahrzeug bekommen für das Geld. Und für all die, die sich jetzt momentan kein neues Auto leisten können, da gibt es immerhin immer noch den Verbrenner-Gebrauchtmarkt. Und solange die noch, sag ich jetzt mal, auf der Straße fahren, sollen sie fahren damit. Und so können sie sich auch von mir aus einen kaufen. Natürlich, wenn derjenige dann ja irgendwo, sage ich jetzt mal, in irgendeine Umweltzone dann irgendwann reinfahren möchte, ja,
dann muss er sich halt überlegen, was er sich für ein Fahrzeug kauft oder ob er halt dann nicht auf die öffentlichen Verkehrsmittel umsteigt. Denn die niedrigen Einkommensschichten, da ist es sowieso die Frage, brauchen die ein Fahrzeug? Ketzerisch gesagt. Oder brauchen die so viele Fahrzeuge? Ja. Kann man genauso mit den öffentlichen Verkehrsmitteln machen. Geht alles. Ja. Ja, das Verbrennerfasten für Neufahrzeuge halte ich für sinnvoll. Das sollten aber nicht nur die Verbraucher jetzt herangezogen werden, sondern das sollten auch tatsächlich die großen Firmen jetzt dann mal in die Pötte kommen und die großen Firmen dann in ihren Dienstwagenflotten das Ganze auch umsetzen. Denn wir haben ja vorhin oder im gestrigen Video gehört, dass 60% alleine der Fahrzeuge, die neu angeschafft werden, dass das Dienstfahrzeuge sind oder gewerblich genutzte Fahrzeuge sind. Und von daher ist auf jeden Fall der gewerbliche Bereich hier auch gefragt. Und ein Beispiel haben wir ja da, ich weiß nicht, ob ihr auch andere YouTube-Kanäle verfolgt, die Elektromobilität betreffen. Ich gehe jetzt mal davon aus. Und da hatte ja der Markus Meidenstein, hatte da ja schon mal ein Interview mit SAP, wo SAP den Dienstwagenpool jetzt komplett auf elektrisch angetriebene Fahrzeuge umstellt. Und da sieht man, dass es funktioniert, wenn man möchte. Und da rufe ich wirklich alle Firmen auf, steigt um, es funktioniert. Es ist vielleicht anders im Handling, man muss vielleicht logistisch ein bisschen anders das handhaben, aber es funktioniert und das ist einfach das Wichtige. Und je mehr Firmen umsteigen, desto mehr Firmen fordern, dass solche Fahrzeuge elektrifiziert werden, desto schneller wird der Umstieg auch klappen. Und in anderen Ländern sieht man ja, dass es funktioniert. Also warum soll es nicht bei uns funktionieren? Also der Aufruf an die Verbraucher, neue Fahrzeuge, ein Verbrennerfasten zu machen, ist machbar, ist für jeden zumutbar und der momentan halt sich noch kein elektrifiziertes Fahrzeug leisten kann, der kann weiterhin ja am Gebrauchtwagenmarkt sich umschauen und wer ein neues Fahrzeug sich leisten kann, der kann sich auch ein Elektroauto leisten. Ist Fakt, muss man sagen. Ja. So viel dazu. Ich weiß, dass es wieder vielleicht den einen oder anderen die Nase aufgeht, aber pff, ja, ist jetzt halt so. Verbrennerfasten, gute Idee. Fangen wir damit an. Also ich habe so damit sowieso schon vor 4 Jahren angefangen, wo ich meine erste Zoe gekauft habe. Und Verbrennerfasten ist ein guter Plan. Bin ich dabei. Wünsche, Kommentare, Anregungen gerne wieder. Unter diesem Video. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.